Also, ich fange mal an, lieber Nina. Manuel möchte von dir wissen, wer ist der bessere Liebhaber? Maulwurf oder Mammut? Jetzt pass auf, was ist du klar, sagst. Oder? Ist klar. Ist völlig klar. Die Lady genießt und schweigt, würde ich sagen. Maulwurf, oder? Ist doch ganz klar. Also jetzt aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich kann ich Gott sei Dank sagen, keine Ahnung. Und ich glaube, Peaches ist noch nicht so weit. Vielleicht in also Teil 5. Also Maulwurf, ganz klar. Kai Held möchte gern wissen, wie schläft sich's Kopf unter einem Baum hängend? Ich glaube, liegt an dich, oder? Wahrscheinlich, nachdem ich das halbe Opossum hier bin. Das ist sehr kuschelig, sehr entspannend für die Nackenmuskulatur. Ich mache das auch öfters mal zu Hause. Nein, ich mache das natürlich nicht, aber vielleicht sollten wir das öfters mal ausprobieren. Ja. Camila Krug möchte von dir wissen, welche Rolle sprichst du? In Ice Age 4, voll verschoben, spreche ich die Tochter von Manny, dem Mammut, Peaches. Auch ein Mammut. Lisa Rademacher fragt, Anina, wo kann man dich treffen, lebe in Hamburg? Ich leider nicht mehr. Da hätten wir vor ein paar Jahren noch bessere Chancen gehabt. Wo kann man mich treffen, auf meinem Balkon? Sag doch mal die Adresse. Ich weiß nicht, wenn ich Stadt mal wieder... Ich lebe in München. Ach so, entschuldige, Lisa, entschuldige. In München, oft aber auch in Berlin. Da sieht's ganz gut aus. Und sonst, wenn ich mal wieder irgendwie eine Lesung machen darf, dann hoffentlich auch in anderen Städten. Dann werde ich das selbstverständlich auf Facebook posten und dann klappt das ja vielleicht mit dem Treffen. Miriam Poten möchte wissen, ist das Synchronisieren eigentlich anstrengend? Ich übernehme. Ja, bitte. Ja, Miriam, das Synchronisieren ist an sich, sage ich mal, schon anstrengend. Bei Ice Age hat es jetzt extrem viel Spaß gemacht, denn ich mag meine Rolle. ja, es ist natürlich anstrengend, aber es wird einfach durch den Spaß, den man beim Sprechen hat, und man macht ja auch mal Pausen und so weiter, wird es unglaublich aufgewertet. Und es ist ein Job, es ist ein harter Job, aber es ist der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Ich zumindest. Ich stimme dir da voll zu. Ich dir auch, kann ich nichts dagegen sagen. Schade eigentlich. Caroline Almaroth möchte wissen, wie kommt man am besten an einen Synchronsprecherjob? Das ist mein absoluter Traumberuf. Ich studiere nebenbei natürlich noch, weil ich weiß, dass man davon nicht leben kann. Habe ein Jahr lang Gesangsunterricht gehabt und arbeite wahnsinnig gerne mit der Stimme. Liebe Grüße. Johannes, magst du? Ja, also Caroline, ich wünsche dir erstmal viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall möglich und machbar, dass man ins Synchrongeschäft einsteigt. Nicht nur als Kindersprecher, wie wir ich zwei jetzt. Ich bin Quereinsteiger, genau. Du bist Quereinsteiger. Eine Ausbildung hilft auf jeden Fall. Dann kann man sich bei den Synchronstudios bewerben. Und wenn man gut ist, kriegt man auch mit Sicherheit eine Chance. Ja, und dann darf man irgendwann mal bei so einem super Film mitspielen oder sprechen vielmehr, wie wir, Ice Age 4. Voll verschoben. Genau, und irgendwann, wenn es gut läuft, kann man auch von leben. Allerdings so, ja, nicht richtig, vom Synchron allein, sondern... Ja, also ja, muss, ja. Nach ein paar Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten kann man davon auf jeden Fall gut ja, leben. Es gibt ja auch noch andere Sachen. Man kann auch Hörbücher sprechen, Hörspiele, Werbung, alles Mögliche. Also als Sprecher, Voice-Overs, da gibt es als Sprecher auch noch ein Leben neben dem Synchron. Ja. Überall, wo Stimmen gefordert werden. Genau. Ja, Sonja Sonnenhimmel fragt, liebe Anina, welche Rollen hast du bis jetzt am liebsten synchronisiert und was ist das Aufregendste gewesen? Oh, am liebsten ist immer schwierig. Das ist so, ich liebe fast alle meine Kinder. Es gibt ein paar, die waren jetzt nicht so groß. Aber tatsächlich, Peaches fand ich jetzt ganz toll. Das war mein erster großer Animationsfilm. Ich sehe gut aus mit Rüssel. Und es ist einfach, bei Zeichentrick hat man ein bisschen mehr Freiheiten, man ist nicht ganz so an den Schauspieler gebunden. Das war toll. Was war das Aufregendste? Ah, bei Snow White and the Huntsman, wo ich Kristen Stewart synchronisiere, Snow White, da hängen die in einer Szene an den Füßen aufgehängt am Baum runter. Und da haben wir dann also überlegt... Also wie in Ice Age eigentlich. Ja, stimmt. Als Impostor ist das aber natürlich. Da haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass das ein bisschen in der Stimme danach klingt, dass es nach Überkopfsprechen klingt. Und da haben wir sehr lustige Verrenkungen gemacht. Da lag ich erst irgendwie rückwärts über den Stuhl und sie haben das Mikro auf den Boden gebaut. Da hat man wohl nichts gehört. Und das endete damit, dass ich auf dem Stuhl stand, mich vorn übergebeugt habe und meinen Kopf so gedreht habe und dann hier auf die Leinwand geguckt hat. Und da hat man es dann gehört. Ich glaube, das war das Aufregendste. Gibt's das auf Video? Es gibt ein Foto. Ich will es haben. Okay, vielleicht, wenn du lieb bist.
Kai Held möchte wissen, München, Hamburg oder Nordpol, wo lebt sich's am besten? München ist so kalt wie der Nordpol jetzt im Sommer. Also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Was meint ihr? Also wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich würde was völlig anderes nehmen, aber wenn ich jetzt mich entscheiden muss, dann würde ich München nehmen. Doch. Ich habe in Hamburg gelebt und Hamburg ist eine schöne Stadt, aber bin dann doch mit wehenden Fahnen zurück nach Bayern gezogen. Am Nordpol war ich noch nicht, aber da ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist auch in und München. Und außerdem... Zumindest, wenn du brav bist. Ja. Ich glaube, ich würde im Nordpol Gans and Peaches sind, das fände ich schon okay, glaube ich. Bock auf Iglu und so, ne? Ja. Geil. Ich mache auch Eiskunstlauf, das wäre im Nordpol, hätte ich nicht das Problem wie hier mit 8 Wochen Sommerpause. Stachus. Jetzt im Sommer. Egal. Katrin fragt, wie sieht so ein Sprechtraining für Synchronsprecher aus? Müsst ihr täglich üben? Na, Max? Also ich sag mal so, Sprechtraining gibt's in dem Sinn, glaube ich, nicht. Nicht für Synchronsprecher direkt. Also eine Sprachausbildung gibt es, wie zum Beispiel die Schauspielschule oder Gesangsunterricht. Aber jetzt, dass man täglich üben muss, glaube ich, macht keiner. Es gibt Leute, die Zigaretten rauchen, um ihre Stimme auf Trab zu halten. Man braucht meistens so 10, 15 Minuten, manche eine Stunde, weiß ich nicht jetzt. Dann ist man drin, wenn man beim Sprechen selber ist. Aber was ich mache, um meine Stimme morgens irgendwie auf Touren zu kriegen, ich singe. Ich singe auf dem Motorrad auf dem Weg zur Arbeit. Oder wenn im Radio irgendwie im Auto jetzt Musik läuft und ich kenne das Lied, dann singe ich da halt mit. Und irgendwie funktioniert das auch. Ist wahrscheinlich ein bisschen komisch, ich aber... Ich singe aber auch, also wenn man um 9 Uhr sprechen muss, das ist ein bisschen hart, da wärme ich mich dann tatsächlich kurz auf. Und zwar so... Geht schon. Sprechtraining, ich hatte das ja tatsächlich 3 Jahre lang, das sieht ziemlich entwürdigend aus. Das ist, da laufen dann 12 Leute durch einen Raum und machen pantomimisch Alltagstätigkeiten. Ich habe damals mein Pferd geputzt und dazu macht man dann Moa und dann geht man Hufe auskratzen und dann kommt der Hausmeister rein. Hi, ups, wir machen weiter. Also das ist ein bisschen eine harte, anstrengende, entwürdigende Angelegenheit, aber es lohnt sich. Ja, ich manchmal, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt nicht so viel geschlafen oder so, dann stehe ich in der Früh auf und gehe ins Bad und dann sage ich mal ganz so, wenn ich alleine bin, guten Morgen zu mir selbst. Und dann weiß ich, wie es sich anhört. Dann ist es so, oh, da muss ich vielleicht noch mal die ein oder andere was machen oder so, damit es sich ein bisschen aufwärmt. Am besten ist eigentlich in der Früh schon recht viel zu sprechen, bevor also man... Also doch wieder singen im Auto oder auf dem Motorrad. Ja, also singen oder zu reden oder irgendwas. Also am besten, man unterhält sich ganz angeregt schon mal. Dann hat man sich schon mal warm gesprochen und dann geht's um 9 Uhr gleich richtig schön mit der Rolle los. Alex möchte wissen, gibt es eine eigene Ausbildung für Synchronsprecher? Nicht direkt. Nee. Also vor allem keine eigene. Nee. Also der normale Weg geht über die Schauspielschule. Da ist dann Sprechtechnik und Sprechausbildung mit dabei. Es gibt hin und wieder mal so Workshops, die angeboten werden. Kann vielleicht helfen, dass man sich so ein bisschen an die Technik gewöhnt, aber für Ausdruck und Stimme und sowas bringt es. Learning by doing. Ja. Genau, oder Learning by doing ist eigentlich das Beste. Wenn du von klein auf anfängst als Synchronkind. Klar, dann kriegst du es beigebracht, weil dann kannst du es ja noch nicht können. Und je älter du wirst, desto mehr Wettbewerb ist da. Also es wird dann auch ein bisschen schwieriger. Aber es kann jeder schaffen. Es gibt immer wieder Quereinsteiger, die nach einem Jahr dann Hauptrollen sprechen. Also es ist absolut machbar. Yvonne möchte wissen, Johannes, wie gut kannst du dich mit deinem Charakter, den du sprichst, identifizieren? Ja, eigentlich gar nicht. Er ist riesig groß, er ist total haarig und es ist ein Mammut. Passt doch. Ach, jetzt. Ja, und er ist ein bisschen protzig. Hast du überhaupt also von der Charaktereigenschaft, na ja gut, da könnte man natürlich ein bisschen... Bescheiden, liebevoll. Bescheiden, liebevoll, zurückhalten, lässt auch immer seine Maulwurfratte immer den Vortritt und sowas. Hat totales Verständnis dafür, dass auch noch irgendwie so Freundschaften von früher existieren. Das ist eigentlich ein toller Der Typ. Der darf eigentlich immer dabei sein. Ja, schon gut, ne? Toller Typ. Toller Typ. Ist ein toller Typ, genau wie du. Also ich würde sagen, Johannes ist der bessere Typ als Ethan. Das ist aber nett. Ja? Dankeschön. Bitteschön.